Nelson, Michi ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battlefest oder nix. Und zwar wollte ich heute euch wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Ich war nämlich letzte Woche wieder fleißig und diesmal stimmt es tatsächlich. Ich habe nämlich einige Mythic Plus Keys gemacht. Ich war nämlich dran, weil letzte Woche eine relativ einfache Woche war, tatsächlich für M Plus, mal alle Keys durchzuballern, also sprich alle 15 und 16 in Time gemacht und ich habe auch ein 17er gebastelt, deswegen müssten wir heute ein bisschen mehr Titanresidium rauskriegen und natürlich habe ich mir auf jeden Fall ein 475er Item verdient. Ich glaube, wie viele Keys habe ich denn gemacht? Ja, ich habe 11 Keys, glaube ich, gemacht, sogar 12, ne? Einen verkackten 17er. Ach, knappe Sache war das. Naja, gut, egal. Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall die ganzen Keys weg. Ich habe meinen Mount erspielt und dementsprechend jetzt hoffentlich auch irgendeinen krassen Loot. Ja, schauen wir mal. Ich könnte krasse Hände gebrauchen, tatsächlich. Ein Gürtel. Ha! Lifesteal. Lifesteal ist natürlich in der einen oder anderen Situation ganz schön. Aber macht natürlich keinen Schaden, ne? Also von dem her muss ich mal gucken. Ich habe jetzt an ein 460er-Item mit Sockel, das ganz gute Stats hat. Das Teil hat die gleichen Stats, ist unzerstörbar. Also von dem her, Bissgier, Anführungszeichen, nein, Spaß. Aber es hat halt hier 5% Lifesteal. Kann ich aber im Moment nicht anlegen, sonst komme ich hier so ein bisschen drüber. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es für den ein oder andere Situation sinnig wäre, auch mal Lifesteal zu stacken. Ist bestimmt das Tank jetzt auch nicht so verkehrt. Damage-technisch bringt es mir leider nichts. Ich muss das mal durchsimmern, wenn ich jetzt hier den Lifesteal-Effekt runternehme und dementsprechend einfach das so anziehe. Hab dann zwar, ja gut, wie viel Vielseitigkeit habe ich denn weniger? Ha. Weiß nicht, ob sich das rentiert. Gut, die Stats sind ein bisschen höher, ne? Also es sind über 100 Ausdauer mehr drauf. Ja, 75 Agi könnte sich vielleicht alleine schon wegen den Stats lohnen. Und ja, muss ich mal durchgucken. Aber Item-Level-Durchschnitt wäre damit jetzt der maximale für 75. Ich habe ja jetzt einiges, was hohes Item-Level hat. Heißt, ich habe ja auch hier jetzt, glaube ich, noch einen 475er rumliegen. Genau hier mit Crit war das. Oder hier haben wir noch einen. Wo haben wir es denn? Hier einen 475er und hier sind es ja eh lauter 470 aufwärts Item. Ich glaube, nur die Hände habe ich noch kein 470er Item. Und gut, die Brust hier, ne? Aber mit Titanresidium werden wir es ja bald haben. 3000 haben wir jetzt wieder. Und ich denke mal, nächste Woche können wir uns dann wieder ein Teil kaufen. Dann hole ich mir einfach die Brust. Da haben wir dann nochmal einen 480er und dann geht das Item-Level, also das Show-Item-Level noch ein bisschen nach oben. Das ist, denke ich mal, ganz nett. Ich kann euch noch kurz das Mount zeigen, weil ich das schon angesprochen habe. Schlüssel, das hier für die ganzen Mythic Plus Innis und ja, so am Rande, ich habe nicht vor, jetzt weiter meinen Score zu pushen, der ist mir relativ wurscht, ich wollte nur das Mount haben und die Heldentat, deswegen habe ich letzte Woche so viele M Plus gemacht und ja, da werden jetzt über die nächsten Wochen ein paar Videos kommen, wie ich die Instanzen durchgegimpelt habe. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da natürlich auch gerne reinschauen. PvP habe ich vergessen letzte Woche tatsächlich. Also sprich, da gibt es leider keine Kiste. Vielleicht dann nächste Woche wieder, wenn ich das angehe. Das Item, um das jetzt mal noch einzuwerten, ist jetzt nicht schlecht. Ja, aber es ist halt leider auch nicht gut, weil der Corruption-Effekt nicht gut ist und damit steht und fällt natürlich das komplette Gear. Ne? Ich denke mal, das wisst ihr mittlerweile alle. Okay, das war's dann bald mit dem kleinen Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr Tolles gekriegt habt. Vielleicht habt ihr ein super duper Corrupted-Item bekommen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.